Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ich gehe mal eben ins Menü hier. Ja, okay, ich hatte den Sound mal eben gecheckt. Ja, ich bin jetzt nochmal zurückgelaufen, um ja zu gucken, was hier mit der Kiste ist und so. Hier steht ja auch noch was im Blut. Da steht was in der Wand. Luise, ich werde mich. Luise, Luise, ich werde mich für immer, immer, für im. Fuhr. Moment. Luise, ich werde mich fuhr immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. Luise. Na gut, das ist Luises Schatztruhe anscheinend. Und ja, ich hatte ja von unten aus dem Erdgeschoss so einen Code noch. Und den habe ich mir jetzt nochmal notiert außerhalb der Aufnahme. Und probiere mal aus, ob vielleicht eines der Schlösser darauf reagiert. Und nehme mal einfach das hier. 9, 5, 9, 8. Oh, das war gut. Eins ist schon mal weg. Haha! Sehr gut. Aber können wir denn hier auch den Schlüssel irgendwie? Also ich weiß nicht, wie wir den Code rauskriegen, aber es ist vielleicht auch noch einer der anderen. Meine Freundin meint, es könnte ja derselbe Code sein, wie wir für die Eingangshalle oder so benutzt haben. Aber das finde ich halt komisch, wenn das so wäre. Und ich weiß den auch gerade nicht mehr auswendig. Wie gehen der 9553 oder so? Weil wir haben den ja eigentlich schon verwendet und deswegen wäre das für mich halt komisch. Nee, wie ging der denn noch? Wo habe ich den denn aufgeschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den irgendwo aufgeschrieben gehabt und ich weiß nicht mehr wo. So ist das. Ja. Keine Ahnung, auf irgendeinem Zettel den, keine Ahnung. Ja, das weiß ich dann nicht, aber ich gehe noch mal raus. Und probiere auch nochmal hier, ob ich einen Schlüssel nehmen kann von einem, den wir haben. Auch das könnte ja vielleicht klappen, weil das mit dem Haken und Kombinieren und nee, hat ja nicht geklappt. Wir hatten auch noch so einen komischen Lapis-Lazuli-Dingens-Schlüssel, den hier. Ach, der ist Schlüssel fürs Dach. Okay, steht ja sogar dran. Wir hatten doch aber noch was. Gesundheit, verbogene Nadel. Ja, den meine ich. Verwenden. Ach, das geht sogar. Das geht sogar. Ich habe den Schlüssel Lapis Auge benutzt. Yeah. Voll. Ja, jetzt brauchen wir nur noch hier den Dusselcode. Was habe ich denn da gesagt gehabt? Das nicht irgendwas mit 953? Wo ist denn dieser? Moment, ich gehe mal eben kurz raus aus der Aufnahme. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und der Code, der heißt 7335. Und ob der jetzt halt hier nochmal geht, weiß ich nicht. Wir haben damit auf jeden Fall damals die Tür zum dritten Stock aufgekriegt. Aber keine Ahnung, ob das nochmal geht. Oh, meine Boxen ausmachen. 7335. Mal gucken. Ja, wäre schön, wenn das halt nochmal klappt, ne? Weil ich weiß jetzt auch gar nicht. Wo man noch einen Code jetzt herkriegen könnte, wäre schön. 7335. Das hat nicht geklappt. Ich glaube schon, dass die in der Mitte stehen sollen. 7335 ist es also leider nicht. Da müssen wir noch mal einen anderen Cody-Code finden. Aber wir haben ja schon mal zwei hingekriegt. Das ist doch schon mal was. Hallo Leute, ist voll schön hier. Hey. So, gehen wir nochmal zu Maria. Maria, Maria. James, I want to ask you something. What if you can't find Mary? What do you do? I haven't thought about that. Okay. Ja, wir erkunden die Gegend weiter. Ohne sie. Und ich hoffe, wir holen sie irgendwann nochmal im richtigen Moment ab. Ich habe mich übrigens auch nebenbei erkundigt. Ja, was man hier, was es so für Enten gibt und was ich beachten muss. Und da stand eigentlich nichts mit Maria im richtigen Augenblick abholen. Die Enten hängen also eigentlich von ganz unterschiedlichen Sachen ab.
die aber irgendwie damit nichts zu tun haben mit dem Abholen, wie ich dachte. Vielleicht kam mir das damals nur so vor. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt mal hier um die Ecke nochmal und gucken, ob hier der Fahrstuhl dann mal geht. Vielleicht geht er ja mal. Ach ja, und Ruftaste, sie ist abgeschlossen und ich kann sie nicht öffnen. Schloss kaputt. Dann gehen wir in den Flur und gehen aufs Dach, würde ich sagen. Da waren wir nämlich noch nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich muss zur Treppe. Wo ist denn hier die Treppe? Wie bin ich denn hier nochmal langgelaufen? Da hinten? Und okay, ich muss ans Ende und dann links durch. Ich würde aber sagen, wenn wir spätestens auf dem Dach waren, dann gucken wir nochmal, ob die Maria dann wieder mitkommt. Die wollen wir ja nicht vergessen. So. Muss ich jetzt dahin? Nee, einen Special-Raum will ich nicht. Ich will hier um die Ecke eigentlich wieder. Und die Angst wächst, wie immer. Tut sie wirklich, denn ich weiß nicht, was mich auf dem Dach erwartet. Hallo. Ja, höher geht's nicht. Ich habe den Schlüssel zum Dach benutzt. Oh oh. Hallo? Ist hier irgendwas Schlimmes? Da liegt was. Da liegt etwas auf dem Boden. Ist das ein Tagebuch? 9. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier. Nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Sprach kurz mit dem Arzt. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Metze haben mich heute krank gemacht. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? 12. Mai. Wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen, statt zu kämpfen? Einige werden das sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin, dass ich nach Hause gehen muss. Ich... Hier hört das Tagebuch auf. Es gibt keine weiteren Einträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Ich weiß es nicht. Ach so, jetzt kann man sich das nochmal durchlesen. Blablabla, schon mal der 11. Mai. Okay. Ich habe ein bisschen Angst hier, dass auf einmal was kommt. Es ist zu ruhig hier irgendwie gerade. Es ist unheimlich. Sehr unheimlich. Nein! Nein! Wo kommt der her? Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Controller vibriert auch voll. Schrecklich. Wo ist er denn jetzt? Boah, nichts gebrochen. Ich glaube, ihm geht's voll schlecht. Oh ja. Sagt er dazu nichts? Wieso sagt er immer nie was? Naja, bin ich halt runtergefallen, nee. Ja, kaputt. Da steht etwas an der Wand. Wenn Joseph ruhig scheint, kann er aus seiner Zelle geholt werden. Aha. Oh oh. Oh mein Gott, wir sind hier voll in den... Oh mein Gott, voll die Gummizellen. Da steht etwas an der Wand. 2 plus 2 gleich 4 oder was? Dree, die Zahlen vergiss sie besser nicht. Also schreibe ich sie hier auf, den anderen meinen Geheimnamen. Wo ist denn dein Geheimname? Wie gruselig. Die Zahlen vergiss sie besser nicht. Also 2424.
Also schreibe ich sie hier auf den anderen, meinen Geheimnamen. 2424. Moment, schreibe ich mir wieder auf. Man weiß ja nie. Ich glaube, das ist die Codenummer für oben, fürs Schloss. Bestimmt. Kaputt. Irgendwie muss ich ja hier wieder rauskommen können. Gott, ist das gruselig hier. Immer wieder. Jetzt ist sie offen. Hä? Wo bin ich denn hier jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade eben war. Ich hätte mal die Karte benutzen sollen. Ach, hier war ich. Im Elevator Control Room vielleicht, weil ich da runtergefallen bin oder so. Ja. Und? Was jetzt? Jetzt gehe ich wieder nach oben. Und vor allem zu Maria einmal hin. Oh, ich bin... Da liegen auch noch unsere Ex-Monster. Direkt hier links von mir. Okay. Ich habe immer... Aber das sah doch mal anders aus, oder? Ja, das ist nicht hier. Hier will ich hin. Hier. Genau. Und dann gehst du mal nach oben. In den dritten Stock zu Maria, damit wir die nochmal wieder anquatschen. Ich bin in 3F? Ich bin in 3F? Ach so. Ach so. Ach so, ich war sogar richtig. Man kommt automatisch wieder zu ihr zurück. Okay, warte. Dann hätte ich ja gar nicht hier reingehen müssen. Natürlich könnte man jetzt auch nochmal wieder auf den Dachboden und so, aber... Hoffentlich sind da nicht schon wieder neue Krankenschwestern. So. S2, S3. Maria! Ich bin's wieder mal. Sie ist aber noch da. I'll be okay soon. Did you find Laura? Nö, aber Pyramid Head war auf dem Dach. Immerhin. So, jetzt gehe ich nochmal speichern. Nee, weil wir können das ja und dann machen wir das auch. Welcher Raum ist es nochmal? Ja, bin richtig. Weil ich weiß ja nie, was jetzt passiert, wenn wir das Schloss benutzen und aufmachen. Nicht, dass dann voll die Monster kommen und was weiß ich nicht was und besser ist. Besser ist immer. So. Ich hatte übrigens die Helligkeit nach dem letzten Cut im letzten Part um 2 Balken erhöht, damit man das auf YouTube besser erkennen kann. Es tut mir übrigens an der Stelle leid, dass das so teilweise schlecht aussieht, das Bild immer so ein bisschen krisselig und so, dass man die dunklen Stellen so schlecht erkennen kann. Am Anfang war es bei mir auch so, dass ich kaum was erkannt habe. Das liegt aber einfach leider an YouTube. Da kann ich nicht viel machen. Das ist so doof. Ja. 2424. Ich hoffe, das ist es. Das würde doch auch passen. Da war jemand unten in der Zwangsdings, in der Gummizelle. Und der hat dasselbe geschrieben wie das hier. Luise, ich werde für immer um dich kümmern, ist mein Schicksal. Mit seinem richtigen Namen und so. Und da hat er jetzt irgendwie so eine Kiste hier und weiß ich auch nicht, was da drin ist. Aber das geben wir jetzt mal ein. 2-4. Kann man sich natürlich noch merken, weil es gerade erst war. Oh, hat geklappt. Oh mein Gott, was ist da jetzt drin? Ein pochendes Herz. Ja, machst du sie auch mal auf? Hallo? 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 Ich gehe mal raus. Du hast sie doch jetzt aufgemacht, oder nicht? Ach, da fehlt immer noch ein Schlüssel. Warte mal, Moment, dann kommt da bestimmt diese letzte Karte hier rein. Ja, alles klar. Das waren 4 Schlösser. Ich habe den Schlüssel purpurroter Bulle benutzt. Jetzt ist sie offen. Die Kiste ist leer. Nein, falsch. Da sind ein paar Haare. Oh, wie praktisch. Ein paar Haare. Ein Haarbüschel. Der hat von Luise die Haare reingetan. Luise, ich liebe dich. Ich pack deine Haare in eine Kiste.
Natürlich können wir mit den Haaren jetzt zu dem Gulli-Raum und da uns da was kombinieren mit dem Haken und kriegen einen Schlüssel für weiß ich nicht was. Irgendeinen Raum, der verschlossen ist. Wahrscheinlich diesen blöden Special Treatment Room oder so. Welcher Raum war denn das nochmal? Genau, der Duschraum da hinten. Der Duschraum. Ja, welcher ist es denn jetzt? Ich laufe immer dran vorbei, oder? Oh, ich bin viel zu weit vorbeigelaufen, ich Dödel. Nochmal zurück. Entschuldigung. Und ich müsste dann auch nochmal wieder zu Maria danach auf jeden Fall. Aber erstmal holen wir uns das da, da. Das, ne? Ihr wisst schon, was auch immer hier drin ist. So, stellen wir uns dahin. Kombinieren Haare, eklige Haare. Kombinieren mit damit verwenden. Ich habe den Schlüssel zum Aufzug. Oh, wir können jetzt Aufzug fahren. Ist da noch was? In dem Loch ist nichts. Na. Gut. Dann haben wir ja, was wir wollten. Und jetzt können wir Aufzug fahren. Juhu! Aber erstmal gehen wir noch zu Maria, habe ich gesagt. Und ich halte mein Wort. S5, S4, S3. Ich check einfach die Lage immer. Ich will nur immer wissen, ist sie da? Wenn sie noch da ist, dann quatsche ich sie jetzt auch nicht an. Sie ist noch da. Ist klar. Wenigstens kommt er immer rein und guckt nach mir. So, ist das der Aufzug? Nee, ich glaube, da geht's raus. Wo ist denn der Aufzug? Weil das nie ging, habe ich keine Ahnung. Ach, dafür müssen wir eh raus? Nee, dafür könnten wir auch hier links zum Aufzug. Müssen wir wahrscheinlich auch. Ich glaube, das andere, da gehen die Knöpfe nicht. Und hier ist so der einzige Ort, wo wir überhaupt einen Schlüssel einsetzen können. Okay. Ab geht's in die Hölle. Schön. Wohin denn jetzt? Des Weges? Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock? Wir sind ja schon im dritten. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wohin denn? Hallo? So, wir sind wieder hier in unserem schönen... Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Da waren wir nämlich vorher noch gar nicht. Das heißt, wir sind jetzt ganz neu hier. Oh, da habe ich aber Angst. Das heißt, wir haben komplett neue Räume. Das ist aber nicht so schön. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Offen. Wo guckst du hin? Schrubbpatron. Und noch was. Noch irgendwas. Patronen. Weitere Patronen. Oh Gott, ich bin immer so angespannt, wenn ich in ein neues Gebiet komme. Weil man irgendwie überhaupt nicht weiß, was wieder hier ist. Hier sind bestimmt auch wieder Monster, weil wir hier noch gar nicht waren. Oh, auch offen. Scheiße. Alles offen. Ih, was ist das für ein Raum? Boah, voll die Teddys. Oh.
Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura. Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. What? I wanna go get it. Is that okay? Yes, yes. Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura? What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess I won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! What, you... You... Laura! You fart face! Okay, wir sehen uns im nächsten Part in einem Bosskampf. Bis dann!